Servus, hier ist der Martin. Ja, heute ist was Interessantes passiert. Eigentlich nur eine statistische Größe. Also man kann nichts draus lernen. Es ist auch nicht irgendwie was, was man durch besondere Leistung oder sowas erreichen kann. Nee, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Ich habe heute auf meinen Tacho geguckt, auf meinen Kilometerzähler beim ID.3 und habe festgestellt, dass ich 23.317 Kilometer habe. Und manche wissen es vielleicht, ich lese auch immer, warte, ich zeige das auch nochmal schnell. Klack, ja, da steht's, 23.317. Ja, wer manchmal reinguckt, der weiß, dass ich auch Fan von dem MeinID-Forum bin. Da lese ich regelmäßig drüber. Da gibt es auch viele Neuigkeiten über das Update und so weiter. Und da gibt es auch einen Beitrag, der heißt, wer ist der ID3-Kilometer-König im Forum? Ja, natürlich, mir ist bewusst, dass nicht jeder ID3-Fahrer da mitmacht, sondern dass das jetzt hier nur, sage ich mal, ein paar sind, die zufällig in dem Forum sind, auf zufällig da Lust haben, da mitzumachen. Und da habe ich heute, es geht immer so, dass man den alten Beitrag kopiert und schreibt sich dann irgendwo rein. Da bin ich immer so auf Platz 5, 6 gewesen und heute habe ich mich das erste Mal auf Platz 1 setzen dürfen. Ja, ihr versteht nicht, wie man sich darüber freuen kann. Ja, es ist ja jetzt wirklich keine, ich sage ja keine Leistung im Sinn, dass man was geleistet hat. Ich bin ja nur gefahren. Aber trotzdem fand ich das sehr witzig, wenn man von sich sagen kann, also beim ID.3 habe ich schon überdurchschnittliche Erfahrung, zumindest im Fahren. Ja, aber die Kollegen sind mir auf den Fersen. Vielleicht hat auch schon der eine oder andere jetzt mich eingeholt und hat es einfach noch nicht aktualisiert. Aber ich habe mir meine Hardcopy gemacht. Ich bin heute erstmal dabei. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal Trinity aufgerufen und habe mal so ein paar Zahlen verglichen. Einfach mal kurz ein bisschen hin und her gerechnet. Naja, eher kurz hin und her gerechnet. Schätzt mal, wie oft ich geladen habe. Naja, ist eine blöde Frage. Ich sage es einfach, Tronity hat mir gesagt, dass ich bis jetzt 180 Ladevorgänge hatte. Das ist eine Menge, das ist 0,7 Mal am Tag ungefähr. Ja, und es ist in Kilometer gesagt, alle 129, also alle 130 Kilometer habe ich einen Ladevorgang. Also das zeigt wirklich eindeutig, und das jetzt über einen größeren Zeitraum, also ich habe es jetzt 8 Monate, über einen größeren Zeitraum und besonders halt über eine große Anzahl von Kilometer. Bei mir, und ich denke, bei vielen anderen wird es auch nicht so sein, man lädt es nicht ganz hoch voll und fährt es dann wieder leer. Und ihr wisst, ich habe ja keine Wallbox oder sowas, sondern ich lade, wo ich halt gerade bin, wie es mit der Zeit passt, wo ich was zu tun habe. Und da ist eine Ladestation in der Nähe. Auch wenn ich spazieren gehe, da ist eine Ladestation. Ja, da wird es halt rangeklemmt. Lädt er, dann steht er. Und dann kommt man natürlich auf mehr Ladevorgänge, als wenn man es immer ganz leer fährt. Und wie gesagt, alle 130 Kilometer lade ich eigentlich. Und im Schnitt könnte man dann ja sogar sagen, dann würde eine kleinere Batterie genügen, wenn ich ja im Schnitt alle 130 Kilometer lade. Aber ja, im Schnitt heißt ja Verteilung. Und es gibt halt dann doch Strecken, wo man deutlich länger oder weiter unterwegs ist. Dafür gibt es auch wieder kürzere. Ja, so ist es mit dem Durchschnitt. Das nächste ist mein Durchschnittsverbrauch. Da muss ich aber ein bisschen relativieren. Den Wert habe ich auch aus Tronity. Und ich glaube, im Januar war es nicht ganz so sauber oder habe ich es noch nicht geführt, aber die Zahlen, die ich ausgewertet habe, ist, dass ich 3622 Kilowattstunden geladen habe und es wäre ein Durchschnittsverbrauch von 15,53, aber mindestens. Also ein paar Ladungen kommen da noch dazu. Ich möchte jetzt auch nicht nachtragen. Ich denke mal, bei der großen Anzahl ist das hier ja ein geringer Wert. Ich habe ja alles geguckt auf meinen Langzeitverbrauch, da war im Winter 20, dann ging er runter auf 17 und noch tiefer. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut und das scheint mir hier auch ein bisschen realistisch. Also er wird nicht wirklich 15,5 sein, weil was fehlt, aber auch nicht irgendwie 20, kann er nicht sein, 17, vielleicht 16, 17. Ich denke, ja, die nächsten 20.000 Kilometer werden da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit bieten dann. Ich habe in der Zeit bei 14 verschiedenen Ladeanbietern geladen. Ja, warum so viele? Ja, wenn ich eine neue Karte habe, probiere ich die gerne mal aus, bevor ich auf Tour gehe. Und dann gab es ja in der Zeit, ihr müsst euch das vorstellen, 8 Monate, gab es ja schon
Preisänderung, wo einen die Ladestrategie zerschossen haben. Ja, ich habe mir die erste Karte bestellt, das war damals die Maingau, da habe ich noch gar kein Auto gehabt. Bis ich es dann hatte, war der ADAC, die MBW mit ADAC-Kombination die preiswerteste. Und dann hat man schon andere ausprobiert und es gibt einfach auch noch vielfältige. Ich habe auch die Elva-Abmal drauf gemacht und so. Also ja, es ist aber so, dass die nicht gleichmäßig benutzt werden, sondern ihr habt es ja gesehen, vor ein paar Folgen habe ich ja auch mal meine Kosten vom letzten Monat hochgeladen und da seht ihr, ich glaube, ich bin bei 4 oder 5 Karten im Monat, die ich ausprobiere oder die ich halt im Einsatz habe. Auf Langstrecke ist es die V-Charge-Karte, um bei Ionity zu laden. Und hier im Hot habe ich die von der Stadtwerke. Ja, und dann mal ein bisschen natürlich MBW und ein paar andere Sachen, um das da, wo man halt gerade ist, auch zu nutzen. Der letzte Wert ist hier Kilometer pro Tag. Ja, ich sage jetzt einfach mal, die 8 Monate haben 240 Tage, Pi mal Daumen. Und es ist 97 Kilometer am Tag. Also seit ich den ID.3 habe, bin ich mit dem Auto jeden Tag im Schnitt 100 Kilometer gefahren. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, ich glaube, der Schnitt deutschlandweit, man sagt ja immer, die Leute fahren weniger wie 30 Kilometer am Tag. Ich fahre dreimal so viel. Warum mache ich denn das? Ja, ich muss halt, ich bin ja Pressefotograf und fotografiere Promis. Die Promis kommen nicht zu mir. Ich kann machen, was ich will. Ich muss halt immer irgendwo hinfahren, wo die Promis sind. Das ist halt mal in Köln, in den Studios, in den Fernsehstudios oder auch mal in Stuttgart oder auch mal im Europapark in Rust. Und dann kommen halt auch mal ein paar Kilometer zusammen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mal das E-Auto gekauft habe. Denn wenn man viel fährt im Vergleich zu Benziner, das hätte ich ja mal noch ausrechnen können. Kann ich das überhaupt? 23.000, über 23.000 Kilometer. Wie viel CO2 habe ich denn hier gespart? Also das war bestimmt eine ganze Menge. Aber hopp, dann gab es ja doch noch was zu berichten, außer die blanke Zahl. Ein paar Werte. Ich finde es ganz interessant, wenn man so auf seine eigenen Zahlen guckt. Guck du auch mal auf deine. Das hilft dir auch immer in Zukunft, wenn du irgendwas zu entscheiden hast. Wenn du weiter verfolgen willst, wie sich bei mir die Zahlen ändern oder was ich Neues erlebe bei der Elektromobilität, ja, dann abonniere den Kanal, drück die Glocke, schreib einen netten Kommentar unten drunter, wenn du auch mal was ausgewertet hast, wie viel Ladevorgänge, beziehungsweise wie viele Kilometer du im Schnitt fährst, bis du wieder lädst oder so Sachen, dann kann man das auch immer mal so ein bisschen auch mit anderen Leuten vergleichen. Das soll es für heute gewesen sein. Ihr seht, ich freue mich trotzdem, obwohl es nur eine Zahl ist. Und dann bis nächstes Mal. Ciao, ciao.